Another example problem given in English is this cantilever beam AB. It's again loaded by a uniform load Q acting over 1/2 between C and B. We should derive the deflection curve for this beam and then calculate all the constants. Ganz schnell, also sozusagen Auflager und Moment, das ist, sieht man das eigentlich da? Naja, so ungefähr. Also das ist eine Einspannung da. Das heißt, wir haben ganz schlampig eingezeichnet da, das sollte man nie tun, wissen Sie. Aber machen wir trotzdem. Wir haben ein Biegemoment und eine Kraft, die das Lager aufnehmen kann. Also wir können die beiden Auflagerreaktionen bestimmen. Die lauten dann Q mal L halbe wieder, weil das jetzt nur bei L halbe liegt, die Streckenlast. Und das Moment lautet Q mal 3L Quadrat Achtel mit dem Abstand. Und dann gibt es folglich zwei Felder. Klar. Wir haben ja wieder einen Sprung da drinnen beim Beginn der Streckenlast. Also müssen wir uns an das zurückerinnern, was bei den Schnittgrößen war und das aufteilen in geeignet viele Felder. Und das sind in dem Fall zwei. Das Feld 1 ist x kleiner gleich von mir aus, L halbe. Das liefert, kurz hergezeichnet, ein M1 von x von der Form Q mal L halbe mal x minus Q mal 3L Quadrat Achtel vom Lagerreaktionsmoment und das Feld 2 innerhalb der Streckenlast für x größer gleich L halbe. Das habe ich von rechts geschnitten und gleich wieder von links mit der Komplementärvariable. Das kennen Sie schon alles im Schlaf wahrscheinlich jetzt. Sollte liefern ein M2 von x von minus QL Quadrat halbe minus QX Quadrat halbe plus Q mal L mal x. So. Und jetzt ist natürlich, nachdem die Biegelinie von den Schnittgrößen abhängt, muss auch die Biegelinie den gleichen Gültigkeitsbereich haben. Also es kann nicht die Biegelinie für den linken Bereich da drüben im rechten gelten und umgekehrt. Das geht nicht. Man muss zwar getrennte Biegelinien hinschreiben und ausrechnen, die dann aber an der Nahtstelle natürlich wieder nahtlos zusammenpassen müssen, sodass der Übergang glatt und ohne Sprung ist. Und das heißt, wir kriegen für die Biegelinien einmal für, vielleicht machen wir das gleich so, Feld 1 links und Feld 2 rechts, im linken kriegen wir EIW1, nenne ich das dann, 2 Strich von x fürs Biegemoment, ist das negative Biegemoment im Trägerteil 1, ist also minus q l halbe x plus q3 l Quadrat Achtel. Zweimal integrieren. Minus q L Viertel x Quadrat plus q 3L Quadrat Achtel x plus erste Konstante C1. Zweites Mal minus q L Zwölftel x der dritten plus q 3L Quadrat 16 x Quadrat plus C1x plus C2. Erstes Feld links. Zweites Feld rechts, genau analog.
Dann nennen wir die Durchbiegung aber auch W2 von x, wobei beim x muss man halt auch aufpassen, man muss genauso den Gültigkeitsbereich beachten wie bei den Feldern oben. Den habe ich jetzt nicht extra hingeschrieben, aber der gilt natürlich. Für links gilt x kleiner gleich L halbe, für rechts gilt größer gleich L halbe. Das heißt, das ist minus m2 von x, ist also plus ql Quadrat halbe plus qx Quadrat halbe minus q mal l mal x, einmal integriert. Mal, ja, ich nehme das x Quadrat noch vor, x der dritten Sechstel, dass wir es richtig geordnet haben, minus q mal l mal x Quadrat halbe plus q mal l Quadrat halbe mal x plus c3, nicht wieder c1 schreiben, weil das ist ja jetzt wieder eine andere Konstante wie drüben. Und noch einmal integriert q x der vierten 24stel minus q l x der dritten Sechstel plus q l Quadrat x Quadrat Viertel plus c3x plus c4, vierte Konstante. Jetzt haben wir wieder vier Konstanten und randbedingungsmäßig geht jetzt Folgendes: links eingespannt bedeutet Steigung und Durchbiegung links 0. Also für die linke Seite haben wir zwei volle Randbedingungen zur Bestimmung von C1 und C2. W1 von 0 ist 0 und W1' von 0 ist 0. Daraus folgt nämlich, dass sowohl C2 0 ist, als auch C1 0 ist. Das war einmal einfach. Und für das andere, für die anderen Konstanten, brauchen wir die Stetigkeitsbedingungen. Weil, was wollen Sie da drüben sonst aussagen über das Problem am freien Ende? Ich meine, Sie können schon hergehen und sagen, die Querkraft am freien Ende muss 0 sein. Aber erstens einmal haben wir gar keine Querkraft verwendet. Wir müssen es noch einmal extra ableiten, damit das funktioniert. Und zweitens muss man ja trotzdem sicherstellen, dass der Übergang glatt ist. Das heißt, wir müssen zumindest diese Übergangsbedingungen verwenden für die Stetigkeit. Die lauten nämlich, dass das W1 an der Stelle, wo der Übergang passiert, das ist bei L halbe, gleich sein muss das W2. Und wenn man jetzt von x alles ausgehen lässt, was wir ja gemacht haben, wieder L halbe. Wobei das eine gerade noch gilt und das andere gerade schon, dort wo es übergeht, ineinander. Deswegen kann man das auch so hinschreiben. Damit ist sichergestellt, dass nicht sowas passiert, wenn ich da oben den Träger habe. Sowas kann nicht passieren. Das stellt diese Übergangsbedingung sicher. Weil sonst hätten Sie eventuell an der Stelle die Durchbiegung und wenn es von der anderen Seite kommen, an der gleichen Stelle die andere Durchbiegung. Das darf natürlich nicht passieren. Und das Gleiche gilt auch für die erste Ableitung. Das W' an der Stelle L halbe für das erste muss auch dem W' an der Stelle L halbe für das zweite entsprechen. Wiederum, wenn es von der gleichen Seite starten. Eventuell kann es sein, wenn es praktischer ist, eins von links und eins von rechts zu rechnen, dass man die Steigungen dann kompatibel machen muss, dann müsst ihr aufs Vorzeichen aufpassen.
wenn sie einmal von links und einmal von rechts kommen, dreht sich das Vorzeichen um, dann ist das linke gleich minus dem rechten. Das muss man, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was sichergestellt ist, ist dann, dass nicht auch noch sowas passiert. Das, dass da keine scharfe Kante gibt. Das darf auch nicht sein. Das stellt die zweite sicher. Und wenn Sie die ineinander einsetzen, nämlich einmal in die eine, einmal in die andere gleichsetzen, dann können Sie natürlich die Konstanten C3 und C4 noch zusätzlich bestimmen. Und dann kriegt man relativ schöne Werte, die schreibe ich Ihnen noch her für die Konstanten. Und die kann man dann einsetzen, nämlich C3 ist minus Q mal L der dritten 48, so. Und C4 ist QL der vierten 384. Und wenn Sie es einsetzen, dann können Sie für links und für rechts getrennt die Durchbiegungen hinschreiben. Und damit ist dann auch wieder alles bekannt.